Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Stable Online. Wir kümmern uns heute um das Midsommar Festival. Und dazu reden wir erstmal mit dem guten Ranger Marisol. Im Rahmen des Midsommerfest feiern wir gemeinsam mit unseren Familien und unseren Freunden die langen Tage des Sommers. Es ist im gesamten nördlichen Europa gern gesehen, aber am meisten freuen sich die Leute in Jorvik darauf. In diesem Jahr wird das Midsommerfest von den Jorvik Rangers organisiert und es soll das höchste werden, das Jorvik je gesehen hat. Also auch schon wie die letzten 3 Jahre. Oder 4? Ich weiß gar nicht. Wir sind fast fertig mit den Vorbereitungen, aber ein paar Dinge gibt es immer noch zu tun. Meinst du, dass du und dein Pferd uns helfen können? Natürlich, machen wir gerne wieder. So wie die letzten Jahre auch. So lobe ich mir das. Meine Kollegen können an 3 Punkten eine Unterstützung brauchen. Stanislav kümmert sich um das Aufstellen der Midsommerstange. Ashley, unsere Feuersicherheitsexpertin, ist mit dem Lagerfeuer beauftragt. Und Dalen soll die Tische fürs Bankett decken. Mit deiner Hilfe kann die Party im Nu beginnen. Cool. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Essen an. Essen ist immer gut. Oh toll! Marisol hat uns Unterstützung versprochen. Das bist bestimmt du. Ich kümmere mich um das Midsommerbankett. Auf der Speisekarte stehen Lachs vom Südhof, Hering aus Westkap, Kartoffeln von Steve und frische Beeren aus Nebelfall. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, mir den Bauch vollzuschlagen. Nicht, dass ich etwas anrühren würde, bevor die Gäste satt sind. Auf jeden Fall müssen wir die Tische und Stühle aufstellen, bevor wir das Essen auftischen können. Du hilfst doch dabei, oder? Thomas Morland war so nett, uns einige Klappstühle und Tische aus seinem Stall zur Verfügung zu stellen. Er sollte schon alles vorbereitet haben. Du musst nur hinreiten und sie einsammeln. Gut, machen wir gerne. Übrigens, die Cam, ich habe jetzt ein bisschen Belichtung hier. Das heißt, die müsste jetzt besser aussehen als sonst. Ich hoffe, sie ist nicht so riesig, aber eigentlich sollte das klar gehen. Könnt mir mal gerne schreiben, wie jetzt so die Qualität ist von der ganzen Sache. Und dann sammeln wir hier mal die ganzen wunderschönen Dinge auf. Ah, okay. Hinten steht noch was. Zum Glück gerade die Wild Beauty, die ist ja ziemlich groß und stark. So ein kleines Pony hätte jetzt hier auf jeden Fall mehr zu arbeiten. Ja, ich denke, das ist jetzt genau dasselbe wie die letzten Jahre hier, aber ich finde es trotzdem mal wieder schön. Ich mag das Midsommerfest. Wir brauchen diese Tische. Ja, ich habe sie doch, aber ich muss sie hier abstellen, oder? Ja, okay. Das mit den Tischen und Stühlen hast du gut hingekriegt. Erinnere mich später daran, dass ich mich bei Thomas bedanke. Er ist in diesem Jahr eine richtig gute Hilfe beim Fest. Er meinte, er wollte dafür sorgen, dass sich Jorvik dem Mädchen in seinem Reitlager von der besten Seite präsentiert. Apropos, beste Seite von Jorvik, kümmern wir uns weiter um das Bankett. Gut, jetzt fehlt ja nur noch das Essen. Jameson von Pinter ist so großzügig und stellt die Leckereien für das Bankett zur Verfügung. Gerade eben hat er mir geschrieben, dass alles zum Abholen bereit ist. Könntest du nach Fort Pinter reiten und das Essen einsammeln? Er sollte schon neben der Disco auf dich warten. Natürlich, machen wir gerne. Und die gute Musik kriegen wir davon, glaube ich, auch her. Wir erwarten viele Gäste beim diesjährigen Fest. Wenn sich alle Leute amüsieren und lachen, könnte das die Musik direkt übertönen. Eine gute Party ist eine laute Party, nicht wahr? Ich möchte, dass die Gäste das Uts, Uts, Uts bis in die Knochen spüren. Zum Glück hat James außerdem angeboten, dass wir uns die Boxen der Disco in Fort Pinter für unsere Midsommerbühne ausleihen können. Meinst du könntest sie auch abholen? Na klar. Außerdem kriegt man hier eigentlich ganz gut XP beim Midsommerfest. Aufsteigen. Ich bin auch mal sehr gespannt, was als Club-Update so hineinkommen wird. Ich weiß noch nicht, wann das Video wahrscheinlich. Heute ist Donnerstag. Da sollte noch die Woche rauskommen, das Video auf jeden Fall, wo das Midsommerfest erschienen ist. Und ja, nächste Woche, wie gesagt, soll ja so ein Club-Update kommen.
bin ich sehr gespannt, was uns da alles so erwarten wird. Aber jetzt reiten wir eben mal fix zur Disco und sammeln das Essen und die gute Musik ein oder die Lautsprecher. Und auf dieses Jorvik-Fest freue ich mich auch sehr. Das ist eigentlich auch mal gut. Ich glaube, Quest gab es ja zwar nicht so. Also auf jeden Fall mal schöner. Und die Pferde dort werde ich mir auf jeden Fall auch wieder genau anschauen. Da habe ich ja auch meine Moon Princess, meine ich, her. Super tolles Pferdchen. Den ein Lusitano ist das ja, diesen dunkelbraunen. Okay, ich kann also nicht mein Pferd mit hinbringen, obwohl ich die ganzen Sachen auf es draufladen soll. Okay, dann steigen wir nochmal ab und gehen die Sachen jetzt so holen. Ist aber sehr nett von James, dass er uns das alles so zur Verfügung stellt. Okay, der Stab ist jetzt wirklich riesengroß. Hier werden auch komplett physikalische Kräfte vernachlässigt, weil ich weiß nicht, das hält, glaube ich, nicht so gut, wenn man einfach so Trickkisten auf dem Pferd drauf stapelt. Aber vielleicht ist es einfach gut festgeklebt. Das wäre natürlich auch eine Option, weswegen das so gut halten könnte. Mal gucken, was wir jetzt nächstes machen. Feuer oder mit? Ich würde sagen, die mit Sommerstangen stellen wir als letztes auf und kümmern uns dann erst einmal um das Feuer. Das ist ja auch wichtig. Ich muss auch nochmal die neuen Sachen für dieses Jahr angucken, ob es irgendwas Schönes gibt. Da müsste ich nämlich ordentlich versuchen, Geld zu farmen. Das können wir eigentlich mal gleich machen, nachdem wir die Aufgaben bei dem guten Herrn fertig haben. Sehr schnell ist da. Das riecht so lecker. Ich könnte das gesamte Essen des Banketts selbst verschlingen. Na gut, ich warte, bis sich alle anderen bedient haben. Das sieht wirklich lecker aus. Hier mehr Sandwiches, Kuchen, Erdbeerkuchen, so wie das aussieht. Melonen, Burger. Was ist das hier? Das sieht aus wie... Soll das Lachs sein? Ich weiß es nicht. Aber er meinte ja, es gibt das mit Lachs und das würde sehr treffen. Genau, Sandwiches, Burger, Kuchen. Sieht wirklich gut aus. Würde ich... Ah, Zimtschnecken hier. Da würde ich mir auch was nehmen, auf jeden Fall. Jetzt können wir die Lautsprecher... jetzt können wir die Lautstärke hochdrehen. Dieses Midsommerfeier wird echt abgefahren. Ja, denk mal schon. Okay, sind wir fertig? Was mir in meiner Kindheit am besten am Midsommerfest gefallen hat, war die Art, wie sich die ganze Gemeinschaft zu diesem Anlass versammelte. Deshalb laden wir in diesem Jahr Leute aus ganz Jorvik ein, die du vielleicht schon kennengelernt hast, um an der Feierlichkeiten teilzunehmen. Wer weiß, vielleicht siehst du sogar ein paar neue Gesichter. Ich habe die Einladung geschrieben, während du das Bankett vorbereitet hast. Jetzt müssen wir es nur noch in den Briefkasten werfen. Würdest du dir etwas ausmachen, das für mich zu erledigen? Natürlich nicht. Mache ich sehr gerne. Kann ich auch gleich zu Fuß erledigen. Und die Briefe sind abgeschickt. Obwohl die 2 Meter hätte er eigentlich auch alleine laufen können. Das war jetzt nicht so der Riesenweg. Tisch und Stühle erledigt. Essen erledigt. Utz, utz, utz. Erledigt. Ich habe jetzt alles im Griff. Danke für deine Hilfe, Lara. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Gut, dann reden wir jetzt nochmal. Oder nicht reden, aber wir schauen uns jetzt erst einmal das hier an. Was gibt es denn Schönes Neues? Okay, so ein weißes Top. Und so ein Midsommertop. Sehen eigentlich beide sehr schön aus. Sind beide richtig teuer. Gut, die Hosen bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Das Kleid hier ist halt auch schön. Das hier ist auch schon was hat Lieder. Das Kleid ist natürlich auch richtig, richtig hübsch.
Das ist neu, den haben wir also noch nicht. Gut, dann könnten wir den vielleicht dann auch später noch kaufen. Wo ich natürlich sagen muss, ich setze die Dinger eh nicht auf. Oha. Okay, ich denke, ich kaufe dann eher so die Pferdeausrüstung, weil die sieht schön aus. Dann konzentriere ich mich mal hier drauf, das zu kaufen. Oh, auch so Grenze fürs Pferd, das ist auch sehr schön. Okay, ja. Dann werde ich mal versuchen, ein bisschen Geld zusammenzusparen, damit ich mir die beiden Pferdesets kaufen kann oder zumindest eins davon. Gut, wie spät ist es denn? Okay, gut. Wisst ihr was? Dann würde ich sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich erst einmal wieder von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal kümmern wir uns noch um das Feuer und um die Stange. Und ja, ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.